Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zur nächsten Folge Railroad auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es ist vollbracht. Hat auch gar nicht mehr lange gedauert nach der nächsten Folge. Wir haben hier endlich den nächsten Reiter freigeschaltet im Technologiebaum. Jetzt können wir uns Intercity-Züge holen, schnellere Gleise verlegen, mehr Vertragsangebote, noch mehr Bahnhöfe können wir kaufen. Abfahrtssensoren. Auf einem Bahnsteig platziert, steuert er die automatischen Signale an dessen Enden, um die abfahrenden und vorbeifahrenden Züge automatisch zu ihren jeweiligen Zielen zu leiten, die durch ihre Fahrpläne vorgegeben sind. Liest den nächsten Halt des Zuges aus und erstellt eine Fahrstraße gemäß der entsprechenden Regel in der Fahrstraßentabelle. Sehr, sehr cool. Die Fahrstraßentabelle muss in der Abfahrtssensorkonfiguration definiert werden. Ankunftssensor auf dem Gleis gebaut und mit einem automatischen Signal und einem Bahnhof verbunden, steuert er das Signal, um automatisch eine Fahrstraße zu erstellen, wenn ein Zug den Sensor passiert. Wenn der Zug in Richtung des verbundenen Bahnhofs fährt und der vorgesehene Bahnsteig des Zuges vom verbundenen Signal aus erreicht werden kann, wird die Fahrstraße zu diesem Bahnsteig automatisch angelegt. Okay, das lassen wir aber erstmal weg. Das machen wir eventuell dann in der nächsten Folge. Ich würde mir hier erstmal die 80 km/h Gleise holen, die Intercity-Verträge. Intercities halten einmal wie im Vertrag angegeben und fahren durch andere Bahnhöfe durch. Sie haben nur an einem Ende eine Lokomotive, was eine niedrigere Höchstgeschwindigkeit bei der Rückwärtsfahrt bewirkt. Ja, da müssen wir dann drehen, ne? Zusammen mit der hohen geforderten Geschwindigkeit macht dies Intercities zu einer herausfordernden, aber sicheren Geldquelle. Holen wir uns mal. Mehr Vertragsangebote holen wir uns auch gleich. Und noch mehr Bahnhöfe holen wir uns auch gleich. Sehr, sehr cool. Ja, da muss man für Intercities, muss man dann quasi Wendeschleifen bauen. Denke ich, sonst hat man da, glaube ich, ein Problem. Gut, wir lassen aber hier erstmal laufen, ein bisschen Geld einnehmen, dann mal gucken, was so an Vertragsangeboten reinkommt. Der möchte nach Charlottenburg, genau, das sind unsere beiden Fahrzeuge hier, unsere beiden Züge nach Berlin. Zurück nach Hohleben. Mal gucken, ob das jetzt besser klappt mit den Zügen nach Berlin. Ich hoffe. Den schicken wir noch einmal hier hoch. Der möchte zur Beuselstraße, genau. So, dann gucken wir uns das hier oben mal an. Er will ja zurück nach Charlottenburg, Gleis Nummer 2. Genau. Fährt jetzt los, kann auch in den Tunnel rein. Oder in den Autoblock, besser gesagt. Ja, jetzt klappt das hier auch besser. Der fährt wieder raus. Oh, hier haben wir schon zwei Güterzüge, gucken wir gleich mal. Und der will ja dann zurück nach Charlottenburg, Gleis Nummer 3. Das passt perfekt. Das passt perfekt, sehr schön. Muss man dann immer so ein paar Mal fahren lassen, um dann zu gucken, was man noch verbessern kann. An dem Fahrplan haben wir unsere beiden Züge hier nach Berlin. Das passt jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Der fährt raus, der fährt rein. Gucken wir uns mal die Verträge an. Oh, hier haben wir aber eine Menge, ne? Wo steht denn hier, was Intercity ist? Ich glaube, Intercities haben wir noch gar nicht, ne? Doch hier. Hier ist der Intercity. Ah, okay. Von Gesundbrunn nach Ruhleben. Das ist doch gar nicht schlecht. Da braucht aber 200 km/h Gleise. Ich würde hier erstmal gucken, dass wir die Gleise nach und nach alle mal aufwerten auf 80 km/h. Würde aber hier jetzt erstmal einen Güterzug annehmen. Gesundbrunn, Charlottenburg, Grunewald. Nee, das geht nicht. Gesundbrunn, Grunewald, Ruhleben. Das ist doch gut.
Der kann hier von der 2 auf die 1 und dann zurück auf die 2. Das passt. Das passt, das passt. Auf die 1. So. Der kann dann hier hoch. Und dann gucken wir mal. Das O 2000 Pro. Das ist natürlich krass, ne? Ist das jetzt aufgewertet hier? Woran erkenne ich denn das? Woran erkenne ich denn, ob ich was aufgewertet habe? Bauen? Verbessern? C. Ah ja. Das ist super. Perfekt. Dass man hier nach und nach alles verbessert. Das kostet natürlich ein Heidengeld, ne? Das kostet 18.000. Machen wir erstmal die beiden Autoblöcke. Ah, das ist schon krass, was das kostet, ne? Das ist schon richtig viel. Der hat da noch länger Aufenthalt. Einmal nach Charlottenburg. Würde ich jetzt hier. Ja gut, Intercities bringt noch nicht wirklich was, ne? Obwohl der bringt 29.000, ne? Das ist krass. Von Ruhleben nach Berlin, nach Gesundbrunn 29.000. Selbst wenn wir davon nur 30% bekommen, ist das ja schon nicht so schlecht. Aber wie gesagt, da brauchen wir so eine Wendeschleife, denke ich, weil der kann ja nicht. Obwohl, es spielt ja keine Rolle, wenn wir eh nur langsame Gleise haben, dann kann er ja seine 200 km/h eh nicht ausfahren. Ruhleben, Beusselstraße, Ruhleben. Gesundbrunn, Beusselstraße, Ruhleben. Das geht hier aber eh nicht. Da müssten wir hier noch eine Gleisverbindung bauen. Hier runter. Damit das klappt. Ich würde die jetzt erstmal alle wieder ablehnen. Gucken, was da so Neues reinkommt. Gleis 6. Aber macht schon Laune, ganz ehrlich. Also wenn man hier, ich meine, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Bahnhöfe. Wenn man dann hier, nein, nicht der Zug, sondern das Signal, das Ganze dann auch hier wirklich ausgebaut hat. Ich glaube, das macht schon richtig, richtig Fun. Und Intercity-Züge, ich denke, dass wir dann hier, wenn wir hier Ruhleben, Berlin, Friedrichstraße, dann kann der ja hier vielleicht auch rausfahren, ne? Müssen wir mal schauen. So, die Verträge ploppen langsam alle wieder auf. Der wieder hier hoch. Wenn man dann die schnelleren Gleise hat, weiß ich nicht, ob es dann Sinn macht, die Verträge wieder zu löschen, die man schon hat, sich die gleichen nochmal neu anzunehmen, Testfahrt zu machen, dann fahren die ja schneller und dann verdient man ja auch mehr Geld damit, ne? Wenn die schneller an ihr Ziel kommen. Ruhleben-Grunewald. Ruhleben-Grunewald, da kommen wir aber, da müssten wir hier, geht das überhaupt? Das geht. Dass wir da auch hinkommen, ne? Dann nehmen wir den mal an. Das passt. Yep. Da kommt er. Nein, ach, das falsche Gleis, das falsche Gleis. Ach, ich bin so ein Blödmann manchmal, ne? Kann ich das jetzt hier noch ändern? Ich glaube nicht, ne? Warte mal, Pause. Kann ich das noch ändern jetzt? Ich glaube nicht, ne? Wenden aus, den Fahrplan anpassen. Doch, das geht zum Glück noch. Hui, perfekt. Einmal nicht aufgepasst. Ich meine, wenn man dann die Erweiterung hat, dass man die Fahrpläne noch anpassen kann, dann funktioniert das ja. Das ist wieder unser Berlin-Zug hier. Der will auf die 1.
1. Dann auf die 6. Der möchte nach 5. Macht schon Laune, wenn man dann so viel hier hat. So ein bisschen was hier. Erweitert hat, macht das schon viel mehr Spaß. Auf die 2 hier durch und auf die 8. Oh, der fährt da oben lang. Das ist ja auch lustig. Ui, der Güterzug möchte zurück nach Ulem. Der möchte auf die 3. Eieiei, das ist jetzt schon. Ja, hier ist es ja super, dass man die Zeit anhalten kann, aber in der Realität geht das natürlich nicht. Da hat man dann echt ein Problem. Gleich noch mal in die Verträge rein. Ich hätte gerne noch einen Zug, der da oben pendelt zwischen Gesundbrunnen und Beuselstraße. Das hätte ich schon gerne. Ruhlen 2. Straße Ruhlem. Gesundbrunn, Beuselstraße, Gesundbrunn. Genau, das ist doch perfekt hier. Da würde ich aber, bevor wir das machen, einmal hier die Gleise aufwerten. Das war C. C. Genau, der pendelt dann von 1 zu 2. Annehmen. Von der 2 zu... Was habe ich jetzt gemacht? Oh, was hat denn jetzt aufgewertet? Das hier, ne? 2, 2 habe ich aufgewertet. Der bringt 6.000. Der bringt nur 3.000. Dann können wir den mal wegmachen. Der bringt 6.000. Ja, das passt. Hier kommt dann der, der nach Charlottenburg will. Das passt also perfekt in den Zeitplan. Ja. Mir aber trotzdem so langsam vor.
Nur 3000, das ist vollkommen okay. Möchte ich gerne annehmen. Ist okay. Was haben wir hier? Ruhleben, Grunewald, Gesundbrunnen. Nehmen wir mal an. Hier passt es auch an dem. Da kommt er. Der will nach Charlottenburg. Aber den schicken wir erstmal hier hoch. Ja, ist doch gut. Und die schicken wir dann auf die 1. Der auf die 6. Das Gute ist ja, wenn wir hier dann auch die schnelleren Gleise haben, dann passt das ja auch viel besser dann mit den Zeitplänen, ne? Aber man muss schon einiges an Geld verdienen, um hier alles aufzurüsten. Also das kann wirklich eine lange Staffel werden. Zyklein. Ist mal schön Gas gegeben. Der dann zurück auf die 1. Fährt 20 einmalige Züge ab. Ach so, ja, die Güterzüge, das sind ja einmalige, ne? So, da wäre wieder unser Zug, der nach Berlin Hauptbahnhof fährt. Einmal auf die 5. Und dann kommt auch gleich der zweite, der nach Berlin will. Schön ist auch, dass wir hier die Autoblöcke jetzt natürlich erweitert haben, dass die Züge da schneller durchkommen. Der fährt wieder da oben lang. Lustig. Mitten in der Nacht ist es. Gucken wir hier noch mal rein. Ruhleben, Grunewald, Ruhleben. Der bringt aber 6000. Das ist schon besser. Rein. Fährst du nicht? Ach, weil der Güterzug rauskommt. Juhu. Guter Fest halt. Diesmal einmal nach da oben.
Ich glaube, das Beste ist einfach, dass ich hier erstmal eine Menge Geld verdiene, dass wir dann echt auch alles schön erweitern können dann. Der möchte nach Gesundbrunnen hier. Nee, nach Gebäusestraße möchte er. Können wir jetzt mal wegnehmen. Verspätung. Ist wie es ist. Man könnte es sich natürlich auch einfach machen, die Züge hier oben einfach alle hier oben durchschicken, bis nach Südkreuz. Die beiden Gleise auf die drei hier oben und hier durch. Und die hier auf die drei Gleise und hier durch. Und dann das hier unten noch hier unten lang. Müsste ich mir da mal anschauen. Im Moment passt das eigentlich ganz gut von den Fahrplänen, wie ich finde. Jetzt möchte ich mal schauen. Können wir uns jetzt hier die Abfahrtssensoren kaufen? Das holen wir uns mal. Und dann bauen wir mal einen hier rein. Sensoren. Abfahrtssensor. Da bin ich mal gespannt. Müsste jetzt eigentlich klappen, ne? Müsste jetzt automatisch fahren. Ja, das klappt sogar. Ne, das klappt nicht. Verstehe ich nicht so ganz. Der ist ja dem Signal zugeordnet. Warte mal, was stand da? Die Fahrstraßentabelle muss in der Abfahrtssensorkonfiguration definiert werden. Schauen wir mal beim nächsten Zug. Müsste dann ja eigentlich funktionieren, ne? Oder wir probieren es mal bei ihm hier. Ich meine, im Endeffekt brauchen wir dann überall diese Sensoren. Ich baue den mal hier rein. Den ja hier und dann so. Gucken, ob das jetzt funktioniert. Das funktioniert nicht. Bin ich zu blöd dafür oder? Das und das.
wie bin ich so blöd dafür? Kein Plan. Die drei. Fährt trotzdem nicht. Warte mal. Von hier nach hier. Er fährt aber nicht. Vielleicht weiß das jemand von euch, wie das funktioniert. Warte mal, wir gucken nochmal hier rein. Steuert er die automatischen Signale, an dessen Enden um die Abfahren und Vorbeifahren sind automatisch, die durch ihre Fahrpläne vorgegeben sind? Liest den nächsten Halt des Zuges aus und erstellt eine Fahrstraße gemäß der entsprechenden Regel in der Fahrstraßentabelle. Die Fahrstraßentabelle muss in der Abfahrtssensorkonfiguration definiert werden. Guck mal, wir wollen von Ruhe leben. Funktioniert nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja auf YouTube noch mal ein Tutorial dafür. Aber so funktioniert das leider gerade leider nicht. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Fertige 20 Güterzüge ab. Schön. Gut, bevor wir den jetzt wieder zum Berliner Hauptbahnhof schicken, würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für diese Folge. Ich gucke mir mal an, wie das hier mit diesen Sensoren funktioniert. Eigentlich ist das ja, ne? Der ist dem Signal, Fahrstraße zuweisen. Bis hier. Und dann bis hier. Muss ich mir nochmal angucken. Gibt es wahrscheinlich ein Tutorial für auf YouTube. Ja, muss man sich erstmal reinfuchsen, denke ich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wieder treffen. In dem Sinne, macht's gut und ciao, ciao.